Es war auf jeden Fall ein Affe, also. Ne? Ja, hört sich ja gut an, Timo. Okay, es spawnt immer wieder neu nach dem Vulkanausbruch. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen, shit. Komm mal ins Wasser. Oh, Wasser tut weh. Warum? Schon mal gut an, Timo. Nightgamer erfolgreich überholt. Na, als Glückwunsch. So, die Blaupause haben wir jetzt fast. Auftrag abgeschlossen. Leute, wer Interesse hat, ne? Bei Instant Gaming kriegt ihr das Game für relativ wenig Geld. Ich glaube um die 4 Euro rum. Mehr habe ich dafür nicht bezahlt. Ich beobachte das Game schon seit es auf den Markt geschmissen wurde. Aber jetzt durch die neuen Updates, da könnte es interessant werden. Und ich finde es echt gut gemacht. Es ist halt nur die Frage, wann endlich diese kleinen Billigaufträge aufhören und ich meine die richtigen krieg. Anrufe. Raffineriewerkbank aufwerten. Jetzt müssen wir uns die Aufwertung der Raffineriekapazität kümmern. Bei Werkbänken musst du die Gegenstände manuell verschieben, aber sobald du eine Station hast, werden alle Gegenstände automatisch im Inventar des Drillships verschoben. Zunächst müssen wir die Start- und die Blaupause erforschen, die Aufwertung der Werkbank freizustellen. Okay. Für einfache Sprengstoffe. Okay, hört sich gut an. Das ist der Schredder, der hier. Mal ein bisschen mehr Schutz, ne? Hallo Sapsel, schönen guten Abend, wie geht's dir? Brauchen wir davon. Haben wir unsere Munition gekriegt? Ich glaube ja, ne? Ey, ich werde jetzt hier ein bisschen übertreiben, ne? Wir nehmen genug Muni mit. Ah, okay, immer im Wechsel fertig, der, okay. Auch soweit absehe. Wie war dein Tag, Sapsel? Genau, Claudia. Aber Occupy Mars werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Aber das werde ich dann nur fürs, für YouTube machen.
So, ich pack mal eben alles raus hier. Oh, habe ich denn jetzt 3 Konverter? Ist schon wieder soweit. Setze. Ich trage mit mir die Ersatzwand rum. Sauber. Ey, komm, genug Schuss habe ich auf jeden Fall jetzt. Immer so lange ein bisschen unter Tage arbeiten. Filmische Zwischenszene. Ja, auf jeden Fall, Claudia. Einfach mal gucken, was man noch mit dem Game so anstellen kann. Soll die jetzt gerade frisch reinkommen, der Vulkan wird gleich ausbrechen. Stille. Hat seine Tage? Weiß ich nicht. Ich nicht. Das sind Untertage. Guck mal, jetzt ist auf einmal wieder alles hier. Das ist ja witzig. Ach, Vulkan ist gerade ausgebrochen, ne? Hier ist nochmal Schwefel hier mit. Gehen wir hier an die Oberfläche. Ist hoch, okay. Gut, dass wir so viel sehen können, ne? Ist ja irgendwie Kupferplatten herstellen. Ich weiß zwar noch nicht warum. War. Ja, ne, Timo? Aber es ist schon ein bisschen größer. Okay, ich dachte... Ne, ne, ist noch alles ganz, okay. Ach, jetzt sind wir wieder hier vorne, wo ich angegriffen wurde, ne? Können wir gleich sehen. Anfangsforschung. Anfangsstrukturen, okay. Also später kann man auch ganz viel draußen bauen. Das finde ich sehr nice. Wir nehmen nochmal den Konverter mit. Boah, echt jetzt. Okay,
kein Schwefelpulver herstellen. Ja komm, dann gehen wir jetzt mal hier gucken, wo wir hier Schwefel finden. Über 82 Schuss haben wir. Bestimmt auch irgendwo ein Lavabecken. Ja locker, du kannst dich wehren, Schiff. Oh, da hinten sieht es nach Lavabecken aus. Wir können auch eigentlich mal die Häuser mal gucken, was da drin ist, ne? Machen wir auch gleich. Sieht hier nicht nach Schwefel aus. Egal. Komm, wir gehen ins Haus gucken. Ich habe hier auch eine Raffinerie hier. Bestimmt gleich ein bisschen reparieren. Wie Timo da gesagt hat. Kupferschrott nehmen wir mit. Schwefel haben wir gefunden. Gut, hier können wir auch nur, ne? Sachen fertig machen. Okay, Häuser betreten geht anscheinend nicht. Da kommen wir mit Sicherheit rein. Das schafft mein Schiff schon. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Bis auf Kupfer kriegen wir hier nichts, ne? Wow, tolles Licht.